Hey, hey, hallo Leute und willkommen zurück zu New Life. Genau, heute ist wieder Mittwoch und heute haben wir wieder Gäste, beziehungsweise nur einen Gast, da ja die Sounds alles umgeändert ist. In meinem letzten Video kann man das ja sehen, dass ja ein paar Probleme sind, dass wir keine Sounds haben und so, kleine Regeländerungen, deswegen nur noch ein Gast pro Woche, bis das alles gefixt ist, denn Iscario ist da. Hi. Hallo, Freunde, alles klar hier? Hallo. Ein Jawohl. Team kann uns beschützen. Wenn ihr sehen wollt, woran das hier liegt, dass wir hier keinen Sound haben, kein gar nichts, ja? Haha, ich schon. Schaut mal bei Kalle auf dem Kanal, da erklärt er das genauer. Genau, und zwar gibt es eine kleine Regeländerung, deswegen könnt ihr da gucken. Der Discario ist der Einzige, der Sounds hat. Für ihn gelten aber die Regeln genauso, trotzdem jetzt, wie wir sie haben. Erstmal, bis wir selber auch Sounds haben. Weil die Sache ist halt, im Modpack gibt es dieses Mod nicht mehr. Deswegen hat das jetzt im normalen Minecraft-Launcher installiert. So, aber ich würde sagen... Kalles, Developer, der ist nicht gerade dabei, das für uns alle zu... Nein, nicht mein Developer. Wer ist das dann? Das ist Flowplayer, der das macht alles. Okay. Also, krass, bei mir Dude. Skins gemacht hat? Ja. Bei mir Moonwalk Kalle gerade. Krass. Ja, Moonwalk. Ja, das passt nett. Voll den Moonwalk. Ich geh mal zu meinem Haus. Ich geh auch zu meinem Haus. Iscario, für dich, bau dir irgendwo, wo du möchtest, dein Haus. Aber ich gebe den Tipp, pass im Nether auf. Ohne Scheiß, da sind irgendwelche unsichtbaren Viecher. Pass im Nether auf? Ja. Okay, Leute, by the way, ganz kurz für meine Zuschauer, das ist, glaube ich, das Modpack Life in the Woods, right? Yes. Gibt's aber nicht mehr. Und, it's alright. Sofern das Modpack wieder irgendwo zum Downloaden existiert, gibt's natürlich den Link in der Beschreibung. Wir spielen jetzt gerade New Life. Ey, das ist das Haus von Extrem Verzockt. Ja, wir werden uns bei den, bei der Macherin, das ist nämlich eine Sie, werden wir uns mal per Mail noch melden und dann fragen. Yay! Und er lüftet. Kalle left the game. Yeah, Kalle left the game. Warum? Kalle joined the game. So, wie sieht's denn aus? Geht niemals auf die Schiffe rauf, denn die Schiffe kicken euch, weil ihr sozusagen fliegt. Was ich gerade sagen wollte, ist nämlich eine Mädel, die dieses Modpack zusammengestellt hat. Und die hat das ja, wie gesagt, rausgenommen. Und wir werden uns dann, ich denke mal, es wird auch Metos einmal machen und Lyris, weil zusammen haben wir eine größere Kraft als alleine. Dann werden wir die alle mal per E-Mail, wenn wir eine E-Mail schreiben und dann eine Sammel-E-Mail schicken, dass sie das hoffentlich ernst nimmt und eventuell sogar wieder reinpackt oder was auch immer da los ist. Oder ist ja auch so, dass wir für uns weiterdeveloped, weißt du? Ist ja auch so, dass wir ein paar Zuschauer haben jetzt schon hier insgesamt und das schon echt nett wäre, wenn sie das machen würde. Richtig. Weil das würde unseren Zuschauern ja auch sehr, sehr helfen, weil die selbst, viele Zuschauer habe ich in den Kommentaren gelesen, dass sie auch selbst dieses Modpack spielen im Singleplayer und alles drum und dran. Eben. Und vielleicht... Und dann haben die ja auch keine Sounds mehr und die haben dann nicht mehr so viel Spaß, ja. Und wir wollen dann hier natürlich nur die Einzigsten sein, die dann noch Spaß haben. Das ist dann also, wie sieht das jetzt aus wegen den Regeln und so weiter? Ich habe jetzt Sounds und ihr nicht. Wäre ja auch schön, wenn dann vielleicht, oder wir zumindest die Erlaubnis hätten, das Pack so weiterzugeben. Guckt mal, das ist abgestürzt. Wäre auch schon toll. Mein Spiel ist abgestürzt. Dein Spiel ist abgestürzt, aber das liegt aber nicht am Spiel, das liegt dann an dir. Du schau. In der Videobeschreibung, ihr findet ja dort den Link zu dem Modpack, wo es eigentlich sein sollte. Muss es mal fahren. Es wäre toll, wenn ihr uns mit unterstützt und dort mal wirklich die Leute auf der Seite anschreibt und sagt, hier, wir wollen das Modpack. Das wäre richtig. Beziehungsweise klar, sucht mal dieser Name Pederan oder das heißt, Pedrin oder so wird das ausgesprochen, keine Ahnung, ist nämlich eine Dame und die hat auch eine E-Mail-Adresse. Einfach voll spam E-Mail. Wir wollen das Live in the Wood Modpack wieder. Viele German YouTubers playing a Modpack. It's so lucky oder was auch immer. Und dann so, oh, please, give the Modpack back und sowas halt. Ich kann kein Englisch, das merkt man hoffentlich. Hoffentlich, ja, ist klar. Hat man gerade ordentlich gemerkt, ja. Ich war perfekt Englisch. Ich könnte jetzt hier Barack Obama Konkurrenz machen. Du wirst kandidieren, ne? Ich werde jetzt hier. Oh, fuck, jetzt ist raus. Übersetzer. So, mein Game ist wieder da. Mein Game ist wieder da. Jawohl, ich werde jetzt hier ein Übersetzer. Denn? Ich übersetze dann immer die Leute, wenn sie Deutsch reden, auf Englisch und so. Wieso? Was habe ich denn gesagt? Nein, du hast Schimpfwort gesagt. Ich habe kandidieren gesagt. Nein. Das reden wir später drüber.
Die Zuschauer werden schon wissen. Meinst also du, mein Game stürzt jedes Mal ab. Was soll das? Schreibt ihn doch mal an und erklärt ihm, was das Schimpfwort war und dass man das nicht sagen darf. Ich wette mit dir, das war ich nicht, sondern Kalle. Das ist natürlich doof, dass jetzt dein Spiel abstürzt. Hab ich jetzt was gesagt? Nein, du nicht. Wer denn nun? Ich? Liscario. Also, ich dachte ganz halt ich. Nein, Liscario. Hä? Ich hab doch nur kandidiert. Ach so. Ich wollte gerade sagen, Liscario, du musst aufpassen. Bitte keine bösen Wörter in den Mund nehmen, wenn Metas mit aufnimmt. Wenn Metas weg ist, mache ich dann auch immer, dann raste ich immer total aus in meiner Aufnahme und meinem Stream. Da beleidige ich quer durch die Bank. Wenn Metas dabei ist, darfst du das nicht machen. Da, oder B. Dann sitzen wir da immer so, ja, der Metas ist nicht da, jetzt können wir... So, bitte stürzt mir jetzt nicht die ganze Zeit ab. Leute, ich bin wieder zurück. Mein Bild ist auch wieder da. Und jetzt bin ich wieder weg, Club. Und ich bin wieder weg, genau. So läuft das. Also, ich habe jetzt Sounds im Gegensatz zu den anderen, weil ich jetzt gerade mit dem normalen Minecraft-Launcher spiele. Ja, das ist Wahnsinn. Und was war mit den Regeln und so weiter? Weil ihr habt gesagt, ihr habt jetzt Regeln, also andere Regeln wegen Sounds und wegen Nicht-Sounds und so. Ja, richtig. Weil wir nicht mitkriegen, ob nun Monster hinter uns sind oder nicht und überhaupt. Ja, das ist deutlich schwieriger jetzt, weil wir gar nicht mehr hören, ob was Gefährliches auf uns zukommt. Okay. Deshalb sind die Regeln etwas gelockerter, weil normalerweise unter normalen Umständen heißt Tod gleich raus. Oder beziehungsweise wenn Kalle dachte mal, wieso habe ich den Namen jetzt vergessen? Ich weiß nicht, was bei dir los ist, Metas, aber läuft bei dir. Bei mir flackert das Bild die ganze Zeit. Und ich, wenn einer von uns dreien stirbt, müssen wir ja normalerweise eine Sonderaufgabe machen. Das fällt aber in dem Fall auch nicht an, weil genau. Wir eben das... Game abgestürzt. Was? Mein Game ist schon wieder abgestürzt. Dann leg dir mal einen Computer zu, anstatt ein Spielzeug. Nee, ich komme die ganze Zeit OpenGL-Treiber. OpenGL-Treiber von Nvidia. Dann musste man einen anderen drauf tun. Vielleicht mal aktuell. Was hast du eigentlich für einen Prozessor? i7-4770K. Ich glaube, den habe ich sogar auch. Wie viel Gigahertz? Voll in Ordnung, der. 3,6, glaube ich, oder? Ja, genau. 3,6, ja. Hast den gleichen wie ich. Ich verstehe das nicht. Warum stürzt du mir ab? Ja, dann liegt es wahrscheinlich am Nvidia-Treiber. Das hat Exo den einen Tag auch, ist Nvidia sogar gerade abgeschmiert. Wie gesagt, wir haben ja keine Probleme, es funktioniert. Es liegt ja wie nicht am Server oder sowas. Ja, ich habe AMD, ich habe diese Probleme nicht. Dafür habe ich andere Performance-Probleme. Ach komm, dafür hast du andere Probleme mit deinem scheiß AMD. Geh mal weg. Ich habe da auch gerade gemeint, dafür habe ich andere Performance-Probleme bei Spielen. Dafür kannst du manche Spiele nicht spielen. Ah, Loser! Ich kann alle Spiele spielen. Ja, AMD unterstützt aber nicht manche Spiele nicht so gut wie Nvidia, weil Nvidia mit mehr Spielen zusammenarbeitet, weißt du ja, ne? Ach was. Hast du nicht? Nein, das wusste ich gar nicht, Kalle. Ich kann sie trotzdem spielen, ich habe bloß nicht so eine hohe Performance-Leistung, aber ich habe trotzdem meine 60 Frames mindestens, ist mir doch wurscht. So, ich hoffe, ich kann mir jetzt mein eigenes Arizona machen. Nö, kannst du nicht. Ich versuch's jetzt nochmal, Leute, ich versuch's jetzt nochmal. Du wirst wieder rausfliegen, läuft bei dir auf jeden Fall. Ja, du musst mal gucken wegen deinem. Warum legt denn das jetzt? Ich habe den neuesten Nvidia-Treiber drauf, von daher. Also bei mir habe ich auch alles neu drauf und bei mir läuft's. Ja. Genau. Hättest du mal einen Computer gekauft. Das ja. Das ist Leute, Taschenrechner ist nicht gut, Liscario. Geht auf Klo vorher. Oh, ich muss so pinkeln. Ein Taschenrechner ist nicht gut. So, nach dem dritten Nvidia-Absturz. Teste ich's nochmal. Ey, warum flackert bei mir das Bild? Flackert bei euch das Bild auch? Nö. Ja, vielleicht stürzt es bei mir ab, weil ich den normalen Minecraft-Launcher habe. Kann das sein? Naja, das hat ja bei Flowplayer auch funktioniert. Ja, eben. Das ist wunderbar, muss ich sagen. Wie gesagt, wenn ich dran. Leg den Computer zu anstatt ein Spielzeug, dann klappt das auch. Bezahlstream. Gerade hier. Kalle, hast du was zu futtern? Ja, warte, hier. Brauch ich schon wieder falsch sonst. Da, ich hab's dir vorne hingeworfen. Apfelsaft. Hab ich zwei Fenster, genau. Das heißt, hier muss noch. Ich bin das Apfelsaft wieder. Das sind 32 Stück. Ja, sorry. Danke. Ich hab's nicht gesehen. So. Und der Kampf beginnt. Los, kämpfen. Okay, irgendwer klingelt. Bin ich zu Hause? Oh, what the hell? Ask to marry. Was? Was? Wenn ich rechtsklick auf Kalle mache, steht da,
raten, ja, ja, ob er dich heiraten möchte. Was? Extrem verzockt hat auch schon jemand geheiratet. Und du kannst. Zu Hause. Und du kannst auch Kinder kriegen. Und heiraten. Okay. Alter, jetzt nervt's. Hallo? Keiner zu Hause. Ich seh dich doch. Ach nein, nein, du siehst mich nicht. Manchmal, wenn die Tür zu ist. Ich versteck mich jetzt einfach mal hier so, so hinterm Fenster, siehst du mich nicht. Okay. So, wo ist denn dein Haus siehst eigentlich, Metos? Seins ist da hinten. Da, wo Karte steht. Alter, echt jetzt? Diese Bienen, ne? Die machen mich verrückt. Ob die mal im Kopf sind? Die Klingel macht mich verrückt. Das ist das Einzige, was ich sogar selber noch höre. Ja, ja, das höre ich auch. Das ist das Einzige, was noch geht, ist so ein paar, also die normalen Minecraft. Das wird mir gerade so bewusst, ne? Das Einzige, was noch geht. Schlimm, oder? Mithos, damit kann man dich schön ärgern. Das ist aber schön, dass man dich damit ärgern kann. Komm, ich komm mal zu dir, Mithos. Hi. Hey, wer hat die abgebaut? Brauche ich einfach eine neue? Nein, das darfst du nicht. Time doch, to strike. Tresor des Zimmermanns, kann ich ihn aufbrechen? Ach Mithos, ich weiß jetzt, warum ich an den Tresor kann, weil ich OP hab. Bitte was? Ich kann an den Tresor, weil ich OP habe. Jo, das haben wir in meinen Zuschauer auch schon geschrieben. Wie geil. So, meine Zuschauer auch. Also nicht nur deine. Mithos, hörst du das? Ich höre nichts mehr. Nicht? Ich hab die Klingel den Ton ausgestellt. Oh Mann, schade. Ich versuch grad Mithos seinen Tresor zu knacken. Du versuchst mit. Den Tresor? Ja. Ich werd mir irgendwo Steine holen, würde ich sagen. Der ist von den Entenhausen an Panzerknacken. Ich krieg den, wenn ich will, kann ich ihn abbauen. Achso, ein Fernseher ist da drin, okay. So, Alter, wenn ich mir das, was machst weg. Du denn hier, Alter? Der reißt den ganzen Boden weg hier. Jo, ja, ich muss doch mein Haus bauen, mein kleines. Ja, dein kleines Haus. Ja, muss doch hier hinpassen. Das läuft auf jeden Fall. Aber für mich war es das für heute. Ich werde mich jetzt verabschieden. Ah, ich hab einen. Also Leute, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich einen Daumen nach oben geben, von ihm, wenn dann das Karo dabei ist. Schaut bei ihm vorbei. Ja, danke. Und ja, es war's von mir auf jeden Fall. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich einen Daumen nach oben geben. Ich bin jetzt weg. Ich wünsche euch was. Auf Wiedersehen. Die Tür geht doppelt auf. Da haut er einfach ab.